im Norden. Es ist neblig, aber nachher soll die Sonne rauskommen. Und die Hoffnung ist, dass die Sonne durch den Nebel bricht. Aber der Nebel ist weg, was ein bisschen schade ist. Wir hoffen, dass auf der Wasserfläche trotzdem noch Nebel ist. Wenn nicht, ja, es ist mal wieder ein Schuss in den Ofen, wie immer. Noch irgendwas zu ergänzen da? Wo sind die frischen Brötchen, die du mir versprochen hast? Diese Abmachung bestand nie. Nie. Dafür war es viel zu früh. Wir haben genau gar keinen Nebel. Nichts. 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 So enttäuschend. Wir werden auch keinen schönen Sonnenaufgang haben, denn es ist einfach nur... Da oben hängt der Nebel. Aber macht nichts. Die Vögel sind weit weg. Es läuft alles wie geplant. Ja, wir werden jetzt natürlich ein bisschen... Wir machen das Beste aus der Situation. Wir entspannen jetzt erstmal. Und wir würden eigentlich frühstücken, hätte jemand frische Brötchen mitgebracht. Aber nein. Ich sag's ja. Natürlich nicht. Wir werden jetzt minimalistische Bilder machen. Minimalismus. Und dazu kaum Farben. Ihr seht ja die Wasserfläche. Alles weiß. Das heißt, wir werden überbelichten, sodass alles weiß ist. Nur der Vogel hat ein bisschen Farbe. Der Blick wandert automatisch zum Vogel. Das ist der Plan. Jetzt. Und alles andere wird sich ergeben. Womit ich finde es aber generell schwierig, wenn man sowas vorhat. Ja. Dann gerade Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Du hast einen Zeitpunkt und du musst genau zu dem Zeitpunkt am richtigen Spot sein. Und es müssen auch noch die Bedingungen stimmen. Ja. Das ist natürlich immer ein bisschen ein Glücksspiel. Da hat er absolut recht. Ich habe noch 20 Videos, die ich einfach nie fertig gemacht habe, weil es kein Ergebnis gab, weil ich keine Bilder mit nach Hause genommen habe. Ich bin zu einer Location gefahren, ja, und dann war ich da und habe wieder abgebrochen, bin nach Hause gefahren und habe immer so ein halbes Video. Vielleicht mache ich mal ein großes Video mit diesen ganzen kleinen Stücken, damit ihr seht, es klappt nicht immer. Eigentlich in den seltensten Fällen. Aber diese Wellenbewegung da unten vom Wasser plus die Birke schaut auch ganz cool aus. Hätte die noch mehr Laub oder hätte überhaupt Laub, wäre das ziemlich cool. Und jetzt, ja, wir machen erstmal Vogelfotografie und alles andere sehen wir dann. So, was kommt zum Einsatz? Es wären 800 mm, obwohl wir minimalistisch arbeiten werden. Das will schon was heißen. So, ich habe es mir gemütlich gemacht. Das ist so meine normale Fotoposition. Denn Stativ, wer braucht das schon? Ich nicht. Wir haben jetzt einen Singschwan entdeckt, was durchaus eine Seltenheit ist hier in Hessen. Er ruft auch ab und zu, vielleicht kriegen wir den Ruf auch noch drauf. Trotz 800 mm am Vollformat ist er super klein im Bild. Das meinte ich mit Minimalismus, trotz 800 mm. Außerdem ist es noch super dunkel, was aber nicht wirklich was ausmacht. Wir belichten einfach länger, dadurch verschwimmen auch die Wellen viel mehr. Wir kriegen diesen Nebeleffekt und dadurch wirkt das Wasser nochmal glatter. Natürlich hat man irrsinnig viel Ausschuss, weil die Vögel natürlich nicht scharf sind. Oder nicht immer scharf sind oder ausreichend scharf sind. Nennen wir es so, ausreichend scharf. Macht aber nichts. Wir machen einfach im Serienbildmodus viele, viele Bilder, bis mal eins passt. Und dann haben wir einen Schwan, einen weißen Schwan mit gelbem Schnabel im weißen Wasser. Und wenn man sich so einen Vogel rauspickt und sich die ganze Zeit mit dem beschäftigt, dann kommt man automatisch zu guten Bildern. Wenn wir jetzt hier querbeet einmal durchfotografieren, dann haben wir viele Schnappschüsse, aber man hat sich nicht wirklich damit befasst. Deswegen fokussiert euch wirklich auf ein Motiv. In dem Fall ein Singschwan. So, das nächste Bild ist im Kasten. Ein Mitzieher im Flug. Kormorane vor Herbstlaub. Ist ganz spannend. Normalerweise sollte man für solche Aufnahmen den TV-Modus wählen. Ich hatte noch AV drin, weil ich sowieso mit einer langen Verschlusszeit gearbeitet habe und da immer drauf geachtet habe.
Aber normalerweise sollte man die Verschlusszeit fest einstellen, wenn man so mit Sia vorhat, also im TV-Modus arbeiten. Meine Grundeinstellung ist aber der AV-Modus, deswegen hatte ich den auch drin. Also ich bin da irgendwie, ich achte dann immer auf die Verschlusszeit und den ISO, dass die Belichtung passt, aber in der Regel setze ich mir eine feste Blende, mit der ich arbeiten möchte. Und die ist meistens relativ offen. Ja, fotografisch war es okay-ish, sage ich mal. Der geniale Sonnenaufgang ist leider ausgeblieben, genauso wie der Nebel. Jetzt sind David und ich nochmal an einen anderen See gefahren. Und zwar zum Borkener See, denn David ist hier Schutzgebietsbetreuer. Und wir gehen jetzt mal eine Runde birden und nehmen euch mit. Guck mal, wir werden sogar richtig begrüßt. Die haben richtig gute Laune, dass wir da sind. Die Nilgänse. So, jetzt haben wir unseren Ententrupp da. Und wie viele Arten hast du schon gesehen, David? Ich würde schätzen so 5 oder 6, 7. Genau. Ich kann ja nochmal gucken. Ja. Also Kickente, Stockente, Reiherente, Tafelente. Tja. Und Schnatterente. Schnatterente, genau. Da kommen jetzt noch hier 2, 3, 4. Schnatterente erinnert im Aussehen, so aus der Ferne, ein bisschen an die Stockenten. Ist auch gänzlich braun, hat aber einen weißen Spiegel. Und daran erkennt man sie eigentlich ganz gut. Ansonsten, die Reiherenten haben am Kopf so einen Schopf, sind schwarz-weiß. Die Tafelenten haben einen grauen Körper und einen braunen Kopf. Kriegenten sind super klein und im Flug erinnern sie dann teilweise an Limikolen. Und ja. Alleine die Größe ist schon super charakteristisch. Wenn du die neben einer normalen Stockente, die du ja fast überall hast, siehst, dann denkst du dir, huch, was ist das? Ja. So klein, und aber sieht wie eine Ente aus, Kriegente. Also. Und wir hoffen jetzt vielleicht noch eine Schellente zu finden, einen Wintergast und vielleicht sogar noch was Selteneres, aber da müssen wir erstmal gucken. Ja, aber nicht eine Five-Ente. Nee. Schade. Hier am Borkener See sind wir soweit durch. Wir fahren jetzt gleich nochmal zu einem anderen See. David macht dich schon mal fertig. Genau, ich mache mich schon startklar. Nee, das ist das Schöne eigentlich hier. Ich will es jetzt nicht schon wieder vorher loben, wie eben. Aber das heißt auch das Borkener Seenland. Es gibt hier direkt um Borken gibt es 3 Seen, die man sehr gut anfahren kann jetzt noch. Und im größeren Umfeld gibt es sogar 14 Wasserflächen, wo sich natürlich die Vögel dann dementsprechend auch niederlassen, aber halt auch verteilen. Das heißt, man muss sie finden, aber man hat eben auch ganz konkrete Punkte, die man anfangen kann. So, und dann nochmal kurz zum Spektiv versus Kamera. Da war nämlich mal eine Zuschauerfrage, warum Spektiv, warum nicht Kamera? Und ich meine, man sieht es eigentlich ganz gut. Es gibt einen massiven Größen- und Gewichtsunterschied. Und das Spektiv hat außerdem nochmal eine deutlich größere Vergrößerung. Also das ist, glaube ich, äquivalent 2000 mm oder so. Und aber trotzdem so leicht.
Deswegen ist es immer schön, mit dem Spektiv zu schauen und nicht durch die Kamera.